Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns die Hersfeld 2019 oder 2K19, ja, weil wir ganz coole Dudes sind, vom FSM-Team an. Die kam am Freitag heraus, wenn mich nicht alles täuscht, oder am Donnerstag mit der Beta und Freitag dann Release. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Und ja, die erste komplett neu gebaute Karte von FSM oder vom SFM-Team im LS19, ja, den Satz zu Ende bitte sprechen lassen, nicht, dass ich gleich wieder eins auf den Deckel kriege. Und es ist eine relativ kleine, kompakte Karte mit, ja, mittel- bis großen Feldern. Und den üblichen, wie soll man sagen, schönen Gimmicks vom FSM-Team. Die wollen wir uns heute mal anschauen. Wir haben hier den, mache ich mal kurz eine andere Mucke an, sehr angenehm. Beziehungsweise hat er die Radiolautstärke wieder viel zu hoch. So, genau, das ist hier unser Hof, von dem wir aus starten. Ich habe jetzt hier ein einfaches Safe-Game genommen, dass ihr auch mal den Stadtvorpark sehen tut. Da haben wir unter anderem einen New Holland Drescher, einen Fan-Favorite, noch einen Fan-Favorite. Einen Fiat mit einem HW80 und das war's. Reicht also schon mal zum Anfang. Ansonsten, wir haben hier schon mal einen schön gestalteten Hof. Der ist auch fest, auch wenn ihr auf hier Mittel und Schwer startet. Also der Hof ist fest verbaut. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Unterstellmöglichkeiten da gehabt. Man sieht hier, man kann immer zwei was hier mit reinstellen, bin mir gar nicht so sicher, gehen die Türen, ja, die Türen gehen sogar mit Linksklick auf, ich bin beeindruckt, also auch geöffnbare, wie nennt man das, offenbare, geöffnete, begehbare Türen, whatever, ne, begehbare Unterstände im Endeffekt mit Door-Trigger mit dabei, das funktioniert auch schon. Wunderbar, und das erinnert mich doch hier, also diese Auswahl erinnert mich doch, ach, wie hieß sie nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie sie Auenbach, an die Auenbach gerade von FSM. Jedenfalls ist das, das dürfte das gleiche Gebäude sein, ne? Da konnte man nämlich damals auch hier so, ist dann rausgekommen und hatte hier Felder, ne? Da war damals hier, das war sogar abgespeichert. Das erinnert mich sogar sehr stark daran. Muss ich gerade mal gestehen, das erinnert mich doch sehr stark daran, ne? Da war hier ein Feld, das war aber kleiner. Da war dort ein Feld und da ging es da vorne irgendwie so runter. Ich habe da gerade so ein paar Flashbacks auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall, wir haben hier ein Schild. Man muss nicht total verblödet sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft ungemein. Das ist richtig. So, dann haben wir hier noch viele Unterstellmöglichkeiten. Da haben wir hier Gruber, Saatmaschine und Co., ne, ganz klar. Und weitere Unterstellmöglichkeiten, ne, bis zum Getno. Ebenfalls hier, ebenfalls noch Unterstellmöglichkeiten. Und wer hätte es gedacht? Unterstellmöglichkeiten. Auf jeden Fall eine ganze Menge Unterstellmöglichkeiten und alle lassen sich öffnen. Auf jeden Fall schön. Hier ist unser Silo, auch sehr gut verbaut und ja, für den Hof reicht das auf jeden Fall alle Male. Ansonsten haben wir hier, wenn wir das uns mal kurz hier im Allgemeinen anschauen, wir haben hier, sehe ich, 16, 17, 18 Felder insgesamt. Reicht vollkommen aus. Ein besonderes Highlight soll das Sägewerk um die BGA sein, das werden wir uns dann gleich mal anschauen. Aber wir machen erstmal hier einen kleinen Rundumflug. Da haben wir nämlich da vorne eine kleine Kreuzung, die nach links und rechts weggeht. Und hier hinten haben wir einen Zug, der fährt auch automatisch, wie man sieht. Ansonsten ein bisschen Wasser. Achso, siehst du, das würde mich interessieren. Hier ist keine Wasserplane außenrum. Dann ist das wohl doch nicht so irgendwie Pflicht, whatever. Auf jeden Fall, ja, hier ein paar Straßen, Tunnel, Hauptstraße, beziehungsweise hier Schilder, ne? Hier geht es zum Farmshop. Das erinnert mich aber doch irgendwie in einer gewissen Art und Weise an die Auenbach. Irgendwie, ne? Hier geht er so ein bisschen nach unten. Dann kam man nämlich hier rein, genau, und hier war der Farmshop. Also es ist schon mal vom Grundkonzept her ein bisschen was wie die Auenbach auf jeden Fall. Jedenfalls erinnert mich das ja stark daran. Der Händler sieht natürlich komplett anders aus, Sigis Schleppershop. Weiß gar nicht, ob das ein komplettes neues Ding ist, aber ist cool. Hier drin ist ein Deutz, der dreht sich. Das sieht auf jeden Fall sehr schnick aus. Ist auf jeden Fall nicht der LS19-Shop. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus einem 13er-Shop und einem 15er-Shop. Ne, alles so ein bisschen so zusammengemixt auf jeden Fall. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr schnick aus. Gefällt mir. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, noch weiter Shop. Da haben wir ja auch wieder Door-Trigger. Oh, wunderbar. Die funktionieren auch ohne Probleme. Hier hinten haben wir dann die Map-Randbegrenzung. Hier haben wir eine Tankstelle. Das ist auch keine Standard-Tankstelle vom LS19, sondern auch wieder eine komplett eigene. Sogar
Ist das nicht eher eine amerikanische Texaco oder so? Ja. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Auch schöne Farbkontraste auf jeden Fall. Und hier haben wir ein Blumenbeet. Da steht FSM drin. Ich weiß nicht, ob man das so genau erkennt. Da FSM. Aber ja, auch schon mal Schnicke. Einen wunderschönen Kreisverkehr. Und hier wieder ein Tunnel. So, durch den kann man sogar durchfahren. Beziehungsweise wir laufen da. Ach komm, wir schweben einfach mal drüber. Und dann geht es hier hinten weiter. Dort haben wir wieder einen Fluss, der das Ganze durchkreuzt. Weitere Felder. Und da muss ich sagen, die sehen sehr schnieke aus. Das sieht man nämlich auch hier. Die sind so im Halbkreis angeordnet, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da hat man auch ein schönes Gefälle mit drin. Das sieht wirklich sehr, sehr schnieke aus. Hier hinten haben wir... Ich mache mal kurz hier ein bisschen schneller das Ganze. Hier hinten haben wir einen wunderschönen Wasserfall und eine Brücke. Über die kann man leider nicht gehen. Die ist nur Deko, aber also doch, man kann sie gehen, aber man erreicht sie so allgemein nicht. Sieht aber trotz allem schnieke aus. Hier haben wir schon mal wieder die erste Baustelle. Was so viel bedeutet wie, hier entsteht irgendwas, wenn dann irgendwann mal Fabrikskript und Co. raus ist. Auch schon mal gut. Genauso wie hier, ne, Logistik. Ich denke mal, das ist schon dann die erste Vorbereitung auf die ersten Wirtschaftszweige, die hoffentlich irgendwann bald kommen werden. Das wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. So, hier haben wir einen Tunnel, der endet leider in nirgendwo. Und hier haben wir die BGA. Und ja, wie man es kennt, sie sieht definitiv anders aus. Und vor allen Dingen ist sie laut. Hier rein kommt man nicht. Aber hier haben wir... Sind das hier die Bunker zum Abladen? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ah ja, hier, ne, hier haben wir die Silo-Bunker. Erstmal zum Abkippen. 4 Stück an der Zahl. Das ist sehr schön. Hier haben wir BGA Nummer 2. Oder Gebäude Nummer 2 eher gesagt. Dann können wir hier, das ist ein Trigger Point. Sieht ebenfalls fast so danach aus. Ist aber irgendwas drüber gelegt. Keine Ahnung. Scheinbar noch nicht einsatzbereit. Genau, ach hier ist das nochmal schön nummeriert. 2211. Ah ne, das muss einen anderen Grund haben. Also die Zahlen werden nicht ohne Grund da sein. Ich habe leider kein Skript, der das alles so ein bisschen erklärt, wie, wo, was. Aber die BGA sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Jetzt stellt sich hier bei mir auch die allgemeine Frage. Ich meine, das ist hier so, die hier fährt man rein. Auch schön hier mit LEDs unten im Boden gemacht. Sieht wirklich sehr, sehr schnieke aus. Aber wo zur Hölle kippt man ab? Hier gibt es keine Anzeige, gar nichts. Ich kann mir halt lediglich vorstellen, dass es hier reinkommt. Jedenfalls ist das so bis jetzt das Einzige, was Sinn ergeben würde. Ah ne, hier drin. Und man kann hier auf jeden Fall reinschauen. Ich fall mal hier nach unten weg. Aber man kommt hier so gar nicht rein. Aber wenn man sich das Ganze hier drinnen so anschaut, da haben wir ja im Endeffekt die Bunkeranlagen. Interessant, interessant, aber es sieht nicht so aus, ja. Aber man kann hier reinschauen. Auf jeden Fall eine schnieke BGA. Aber erklärt irgendwie noch nicht so ganz den Faktor, wo wir abkippen, um ehrlich zu sein. Ich meine, hier ist ja das Tor so teilweise... Ah ja, ja, so sieht man das hier nämlich. Hier sieht man das so schön. Das ist wirklich geil gemacht, auf jeden Fall. Aber ach, hier kann man reingehen. Sehr gut. Warte mal. Schwebe ich ja noch in der Luft. Ja, ne, so wirklich reingehen können wir hier auch nicht. Ne, das wird uns leider noch blockiert. Okay. Aber. Ich weiß gar nicht, ob es gewollt ist, ob man dann reingehen kann oder nicht. Vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es für die Zukunft angedacht. Aber die BGA sieht auf jeden Fall schnieke aus. Auch wenn ich hier noch nicht so ganz verstehe, wo ich abkippe. Also außer vielleicht hier rein. Das würde halt noch Sinn ergeben. Obwohl das sind 3. Also irgendwie wiederum auch nicht. Ich bin verwirrt, aber mir gefällt die BGA, weil die sieht mal komplett anders aus. Hat man so auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall cool, cool, cool. So, und dann schweben wir mal weiter hier Richtung Norden, beziehungsweise wir gucken nochmal hier, hier war die BGA. Warte mal, hier ist eine BGA, da ist eine BGA. Ja klar, das ist ja die große BGA, dann ist hier unten die BGA. Doppelte BGAs. Und hier ist aber der Trigger Point angeblich. Oh, ich bin drin. Interessant. Aber warum komme ich da nicht rein? Weil das ist ja hier alles irgendwie zugestellt. Aber hier ist auf jeden Fall Trigger Point 1 und 2. Oder 2-2 eher gesagt. Also hier lädt man ab.
Hier sind die Dinger. Das ist cool. Hier hat man die Monitore, ja. Albert? Das ist die große Frage, aber wie kommt man hier rein? Also so komme ich rein, was ja alles schön und schnieke und cool ist, ja. Aber ich müsste ja auch theoretisch irgendwie da durchkommen. Aber das geht ja momentan noch nicht. Wenn ich mich jetzt hier hinbegebe, besuchen, ja, bin ich auf jeden Fall auch hier drin. Das war jetzt ein Abteil, wo mehr oder weniger nichts ist. Aber da komme ich auf jeden Fall hier rein. Aber ich kann hier die Türen und die Tore leider nicht öffnen. Okay. Verwirrt mich. Wir schauen uns mal das Sägewerk an. Das ist nämlich auch noch ein kleines Highlight, wurde mir gesagt. Und da haben wir Hersfeld Sägewerk. Und das stimmt wohl. Denn wenn wir uns jetzt mal hier oben angucken, hier haben wir die Baustelle. Und dann gibt es, wo ist der Eingang der ganzen Sache? Der ist hier drüben. Der geht hier lang, dort lang, da oben lang. Ah, ja. Ah, da. Da. Da muss man ein bisschen, da müssen wir ein bisschen suchen. Aber findet man, wenn man hier abfährt, fährt man hier in so ein kleines Waldgebiet rein mit Schranke. Über die Schranke drüber. Hier geht's weiter. Und dann fährt man, hier ist alles ein bisschen feucht. Und zack, ist man hier am Sägewerk. Mit Sounds, mit allem drum und dran. Sehr, sehr geil. Mit Unterstand, mit Unterständen ist auch mit dabei. Schick, schick. Geht's hier weiter. Ah ja, und hier haben wir den Abladetrigger davon. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und hier noch, dass man hier auch hier sogar Baumstämme reinlegen kann. Als solche Halterung. Ah. Oder das könnte der Abladetrigger für Hackschnitzel sein. Und hier haut man die Baumstämme rein, würde ich fast behaupten. Könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Pusher Start? Pusher Start. Ah ja, okay. Da kann man sogar das Ding hier mit anmachen. Auch wenn es ja momentan noch nicht wirklich viel anzeigt. Aber hier gibt es noch ein Ausrufezeichen. R-Holz verkaufen. Ah ja. Ah ja. Aber auf jeden Fall cool. Schmeißt man hier das Holz rein, geht da hin, aktiviert das Ganze, beziehungsweise drückt auf Verkaufen. Und dann läuft das Ganze. Schön. Oh, hier sogar Holz aufgestapelt. Also, das sieht wirklich geil aus. Da muss man sagen, Jungs, da habt ihr euch wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es ist mal wieder komplett was anderes, was man auch so noch gar nicht gesehen hat. Also, es gefällt mir auf jeden Fall. Da wurde sich Gedanken gemacht, meine Herrschaften. Da wurde sich wirklich Gedanken gemacht. Sehr, sehr schön. Und das alles hier so kompakt gehalten. Ja, die BGA finde ich auch geil, auch wenn ich sie noch nicht verstehe. Aber ich glaube, ihr klärt das in den Kommentaren. Entweder Chef oder Atapogo. Irgendeiner von der Crew wird es vielleicht in den Kommentaren nochmal erklären, was es mit der BGA mehr oder weniger auf sich hat. Vielleicht bin ich einfach nur wieder zu blöd. Aber ich entdecke ja mit euch die Karte auch. Beziehungsweise, wir machen hier einen kleinen Überblick. Wir haben hier ein schönes Forstgebiet auf jeden Fall. Das sieht auch cool aus. Sind zwar immer die gleichen Bäume, zwar teilweise in unterschiedlichen Variationen. Immer ein bisschen schräger. Aber gut, lässt sich momentan auch nicht anders machen. Also es ist ein schönes Forstgebiet. Auch kompakt gehalten, muss man dazu sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber wirklich, dafür, dass es nur eine kleine, kompakte Karte ist, wirklich geil. Hier haben wir noch die Züge, in die kann man leider nicht einsteigen. Die fahren wirklich nur automatisch. Aber das ist soweit auch okay. Und, oh ja, alles klar. Hier endet es dann auch schon wieder. Passt. Passt, passt, passt. Ich glaube, es gibt vielleicht noch zwei, drei andere Perlen hier auf dieser Karte, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber das sollt ihr auch selber entdecken, ne? Entdeckt selber, ich muss sagen, für einen ersten Überblick ist wirklich sehr, sehr geil. Und wenn ihr es auch runterladen wollt, Download-Link ist in der Videobeschreibung, kommt ihr auf Kornhub inklusive eine kleine Bewertung. Download-Link auf uploaded.net, aber ich glaube, die Map ist 500 MB so circa groß, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, über Nacht laden oder halt Upload Premium holen, 5 Euro oder 10 Euro. Für 10 Euro im Monat seid ihr dabei und unterstützt das Modding-Team auch mit dabei. Lohnt sich also. Ich würde sagen, schöne Map, gefällt mir. Tolle Arbeit und das ist erst die Basis. Ja, wir sind erst am Anfang vom LS. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was danach alles so kommen wird. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace and out.